Hello, 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 my love. Welcome to my very, very small, fun Tommy channel. Today is Thursday, the day before Friday. Welcome, welcome. Hello, Freunde. Ciao, các bạn. Gestern konnte ich leider nicht anmelden, euch den Charts zu zeigen, weil ich war unterwegs. Heute habe ich wieder mal Zeit, in den Chart reinzuschauen. Ja? Verlieren wir keine Worte mehr. Wir gehen einfach nach Asien und dann rüber zu Europa, Deutschland und dann danach nach USA. Und zum Schluss Kryptowährungen und dann danach einfach Info für euch. Okay, let's start. Also in Asien sieht es so aus, ziemlich gemischt. In Hongkong minus 1,25. In Shanghai minus 2,26, ja. In Japan ist ein Plus gekommen, 1,23. Also ist ziemlich gemischt. Okay, rüber nach Europa. Der europäische Markt ist auch gemischt, ja. Also der Eurostock 50 ist plus 0,8. Der DAX ist plus 0,98. Und Frankreich plus 1,36, ja. Und dann Großbritannien ist so knapp bei 0, also 0,02. Italien 0,29. Okay, schauen wir mal nach Deutschland. In Deutschland sieht es so aus, der S-DAX plus 0,7%, der S-DAX plus 0,48, der M-DAX plus 1,09. Schauen wir mal Tagesgewinne und Verliere im M-DAX mal kurz rein. Also Tagesgewinne heute Aurubus, also 6,57, Deutsche Lufthansa, ja, Fuchs, ja, Petrolub. Okay, das sind die Gewinner pro 7, ziemlich viel im Plus. Wer ist die Verlierer heute? Verlierer des Tages, Hypoport, also praktisch Immobilienbranche ist heute im Tief in Minus wieder. Mal, ja. Okay, KS ist auch ein Minus, ja. Okay, schauen wir mal in den DAX rein. Der DAX sieht heute so aus. Tagesgewinner Sartorius, ja. 3,75, ja. MTU ist auch im Plus, Siemens, Airbus, ja. Viele Werte im Plus. Schauen wir mal die Verlierer heute. Verlierer wieder HelloFresh, ja. Ich gehöre zu den Verlierern. Und Delivery ist auch zu den Verlierern. Also ganz schön Kapital vernichtet, ja. Also Delivery war mal 150 oder ja, bei 150 ungefähr. Jetzt nur noch 34, noch 18. So ein krass, ja. Okay. Let's go to the United States. Oh, die Börse in den USA ist wieder in Minus gedreht. Also das war vorhin noch im Plus, wo ich Aerobic gemacht habe. Und jetzt ist wieder in Minus. So ein Shit aber auch. Okay. Ja, der Dow Jones hat noch gerade gerettet. Aber jetzt wird ja noch in drei Stunden, noch über drei Stunden wird noch gehandelt. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht, ja. Aussehen wird, meine ich. Okay, so sieht es aus. Zurzeit in Minus, ja. Okay, gehen wir Nasdaq rein. Tagesgewinn und Verlierer. Danach der Dow. Also, Tesla ist im Plus, ja. Also, Tagesgewinne. Also, vorhin war es schon über plus über 10%. Aber es ist ein bisschen zurückgegangen, ja. Also, was ist los? Warum zurück? Tagesschlusslicht mal heute. Wer ist heute in Minus? Ja, auch Technologiewerte, chinesische Werte, amerikanische Werte. Ja, Facebook ist auch total in Minus, ja. Also PayPal, also das sind Netflix ist auch ziemlich in Minus, ja. Ganz schön bestraft, ja. Also Baidu, alles Technologiewerte sind in Minus, ja. Okay, schauen wir den Dow mal rein.
Der DAX sieht heute so aus. Ist der DAX als Gewinner heute? Ja, 3,86. Ja. IBM ist auch der so den Gewinner. Ja. Apple ist auch im Plus. AMD ist auch im Plus. Ja. Also der DAX ist viele Werte im Plus. Und schlusslich im DAX Salesforce. Ja, auch wieder so. Ja, Technologiekonzern wieder. Ja, Ölkonzern auch in Minus. Ja, Home Depot auch in Minus. Die Banken auch in Minus. Komisch, komisch. Tja. Okay, rüber zur Kryptowelt. Ah, die Kryptowelt sieht ziemlich freundlich aus. Ja, perfekt. Ja, also die 2 Billionen sind Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist noch da. Ja, also heute sogar in plus 2,04 Billionen US-Dollar. To the Moon wollte ich doch die ganze Zeit, ja, 1,3% gestiegen innerhalb von 24 Stunden, ja. Der Bitcoin nähert sich bei 42.000, ja, also es kann noch nach oben auswärts gehen, ja, nach oben. Ethereum muss auch mal to the Moon gehen hier, jetzt so bei 3.000. Bald 3.100, ja, wo sind meine Lieblinge bei, Lieblinge, meine Lieblinge sind heute ein bisschen in Minus, ja, Dogecoin und Shiba, ja, also die müssen doch mal to the Moon starten, aber sehr freundlich, dass die Marktkapitalisierung über 2 Billionen, ja. Ich peile immer noch 2,5 noch in diesen Monaten, ja. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Schauen wir mal, ob das klappt, ja. Das muss eine Explosion an der Kryptowelt kommen. Okay, schauen wir mal Fear and Greed Index mal kurz rein. Die Fear and Greed Index ist doch so stehen geblieben, wie es war, ja. Also 27, also ich muss doch mal aufwärts gehen, auf 80, 90, 100 kommen, ja, auf grünen Bereich. Zurzeit ziemlich noch viel Angst, ja, ziemlich noch viel Angst. Okay, jetzt gebe ich euch mal ein paar Info. Also die Technologiewerte sehen wirklich ziemlich schlecht aus, ja. Also ein super Verlierer gestern und heute ist Netflix, ja. Netflix wie Meta, also hat Facebook vor einem Monat passiert, ja. Ja, Netflix hat gestern sage und schreibe 35% an Wert verloren. 35% vernichtet. Und heute war vorhin noch bei 5-6% in Minus, heute aber hat noch ein bisschen gerettet, jetzt noch bei 3,5 oder so, ja. Also praktisch innerhalb von 2 Tagen fast 40% Marktverluste, ja, also Kapitalisierung. Das Geld ist, Milliarden sind vernichtet. Grund für diesen Wertverlust? Ja, Abonnenten sind zurückgegangen, ja, also nicht so viele Leute schauen jetzt mehr Netflix, also praktisch, wie nennt man das, die machen Abonnentenrückgang, also die machen nicht mehr so viele Kundengewinne, ja, also das bedeutet, anderen Werte fliegen auch mit, also zum Beispiel Walt Disney, ja, hat auch so einen Kanal, ja, abonnierten Kanal, die sind auch heute runtergegangen, ja, in Leiden, mit Leidenschaft, ja, und bei der chinesischen Werte automatisch die Technologiewerte sind auch tierisch runtergegangen, ja, weil China zurzeit in Shanghai, ja, diesen Lockdown, ja, beschäftigt die Welt natürlich krass, ja, also viele Schiffe, habe ich euch ja letztes gesagt, stehen einfach im Hafen, kann nicht weiterfahren, etwa weltweit stehen etwa 12-14% der Schiffe stehen, ja, können die Waren nicht liefern, also dass die Konjunktur kühlt dann ab, wenn Schiffe nicht weiterfährt, ja, das sagt man schon,
IWF sagt ja schon, die Konjunktur, Weltwirtschaft kühlt ab. Die haben ja eine prognostiziert, dass es runtergeht. Ja. Und dann bald ist doch wieder diese Sitzung, Zinssitzung, ne? Ja, diese Angst vor Zinserhöhung treibt der Technologiewerte ja in tiefen Fall, kann man ja so sagen. Ja. Und dann ist auch immer noch diese Angst, ja, also diese Unsicherheit, Krieg zwischen Ukraine und Russland, ja, die Offensiv der russische Militär tut die Börsen eigentlich nicht gut, ja, also das sind zurzeit so viele Angstthemen auf dem Markt, daher reagiert die Börse ziemlich hin und her, aber es geht stark nach unten zurzeit, ja. Abkühlung der Weltwirtschaft ist nicht gut für die Aktienwelt, ja. Da ist so krass zu sein, ja. Aber positiv sehe ich dabei bei Kryptowährungen, ja. Wenn Inflation kommt, ja, fliehen die Leute weg vom Fiat-Geld, also weg vom Aktien natürlich auch, ja. Und die treiben in den Kryptomarkt rein, ja. Daher sieht der Kryptomarkt zurzeit ziemlich gut aus. Und es wird noch steigen, denke ich mal. Ich schaue in meine Glaskugel. Also Lieferdienste, also die zum Beispiel in der Corona-Zeit gut gelaufen sind, leidet ja die ganze Zeit ja von 100, also zum Beispiel Delivery Hero, ja, in Hochform war 150 oder so, ja, man prognostiziert auf 200 oder 300 hoch. Was sehen wir jetzt? 34 Euro, also Kapitalvernichtung nennt man das auch, ja. Ist auch schon krass, ja. Also, man weiß heutzutage nicht, was man kurzfristig anlegen kann, ja. Langfristig kann das vielleicht gehen, aber wenn man kurzfristig anlegt, ist schon, sieht man, dass sein Geld verbrennt, ja. Also, wenn man in falschen Werte einsetzt, ja. Also, die Bankenwerte zurzeit in Europa sind gestiegen, ja, weil die spekulieren, dass die Zinsen jetzt bei den Zentralbanken wieder erhöht werden sollte. Und wenn sowas kommt, profitiert natürlich die Bankenwerte, ja. Also, schauen wir mal, wann die nächste Zinserhöhung aus den USA kommt, ja. Man sieht ja, dass die Bankenwerte in Europa und gestiegen sind, ja. Und man sieht ja auch, dass jetzt Quartalzahlen jetzt kommen, ja. So stark Quartalzahlen treiben auch manche Werte auch hoch, ja. Zum Beispiel Tesla hat Zahlen rausgebracht und dann ist die Aktien über 10% gestiegen und dann danach haben ein paar Leute Gewinnmitnahme gemacht und dann jetzt im Moment steht ja bei 5% oder, ja, mal schauen, mal zum Schluss, wenn der Markt zu Ende geht, mal schauen, wo der das steht, ja. Ja, Industriewerte in deutschen DAX-Unternehmen sind auch gut gestartet, ja, wegen guten Zahlen, ja, Quartalzahlen, ja. Okay, das war's heute. Ich muss nicht mehr weiter sagen, ja, immer diese Angst, zum Beispiel Inflation, wir haben ja riesen Inflation, ja, Energie, ja, wegen Krieg, ja, und dann noch die Angst, Wirtschaftsabkühlung durch Lockdown von China, ja, also Shanghai und so weiter, ja, daher, dieses Thema muss ich nicht weiter erzählen, ja, okay, aber ich hoffe, mein Shiba Inu mal to the moon gehen, ja, damit ich auch mal hier Kohle kassieren kann, okay, gut, wie ich euch immer erzählt habe, mein Kanal ist reine Unterhaltung und für die reine Bildung, ja, Ausbildung nennt man für Unterhaltung und Bildung. Ich bin kein Finanzberater, ja. Wenn ihr irgendwo investiert, selbst schuld, wenn euer Geld weg ist, ja. Also, gut, dann einen wunderschönen Abend und wir sehen uns wahrscheinlich
mit der Kurse wahrscheinlich wieder am Montag. See you later, Alligator. Alles Gute. Morgen habe ich keine Zeit, euch die Kurse vorzulesen, ja? Also, guck selber. Okay, if you like meinen Kanal, dann gib mir ein Like. Abonniert mich, ja? If you not like, gib mir trotzdem ein Like und abonniert mich trotzdem, ja? Okay, bye bye. All of my love. Bye bye.